Ich weiß es nicht, ob das damit zu tun hat, dass ich vor vielen Lehrpersonen spreche. Überrascht mich ein bisschen diese Nervosität. Aber schön, dass ihr da seid. Sehr geehrte Frau Gemeinderätin Franziska Teuscher, sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Forums, Kolleginnen und Kollegen der Fachkommission Integration und geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kompetenzzentrums Integration. Der Titel „Die Schule unserer Kinder“ ist für mich ein schön formulierter Satz, ein schöner Gedanke, löst bei mir relativ viele Bilder aus, wie auch Wörter, die etwas bedeuten, Sätze, die schön und treffend formuliert sind. Und es versetzt mich in eine vergangene Zeit als Schüler, in eine Schule in einem Dorf in Kosovo, aber auch in die Gegenwart als Vater von zwei Buben, die die Volksschule besuchen. Vielleicht geht es Ihnen auch ähnlich, ich mutmaße mal, diese Bilder sind aber bei jedem individuell. Was war für Sie damals wichtig, als Sie Schülerinnen und Schüler waren, und zwar unabhängig davon, wo Sie die Schule besucht haben, in einem Dorf, in der Stadt, in der Schweiz, irgendwo im Ausland? Wie haben Sie die Schule erlebt, wie hat sie euch geprägt? Und was ist Ihnen jetzt wichtig, wenn Sie als Erwachsene, als Lehrerin, Lehrer, als Mutter, Vater an die Schule denken? Welche Bedeutung hat die Schule für Sie, wenn Sie an Ihre Schülerinnen und Schüler, an Ihre Kinder denken? Wir alle wollen, dass es unseren Kindern gut geht, ob sie unsere eigenen sind oder die, die wir betreuen oder für die wir Verantwortung übernommen haben. Dass sie von der Schule einen prall gefüllten Rucksack an verschiedenen Kompetenzen in die Zukunft mitnehmen können, damit sie diese Zukunft gut gestalten können, damit sie für diese Zukunft gut gewappnet sind. Beim Vorbereiten der Rede habe ich ein bisschen die Bildungsstrategie angeschaut, und da ich gerne schön formulierte Sätze habe, will ich Sie teilhaben lassen. Die Volksschule der Stadt Bern ist eine Schule für alle, ein Ort, der von Schülerinnen und Schülern gerne besucht wird. In Bern leben viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern. Die Vielfalt in dieser Stadt ist eine Realität. Wir sehen es am Arbeitsplatz, in der Freizeit, in Familien und auch in der Schule. Damit dieser Satz aus der Bildungsstrategie so gelebt wird, stehen wir in Verantwortung. Dafür sind wir da, dafür haben wir das Thema Schule für dieses Forum gewählt. Ich möchte nicht den Diskussionen vorgreifen, es finden an vielen Tischen Diskussionen statt. Mir ist aber wichtig, dass ich einen Punkt erwähne, und das ist das gegenseitige Vertrauen. Das Vertrauen zwischen den Eltern und der Schule, zwischen der Lehrerin, dem Lehrer und der Mutter und dem Vater, denn beide wollen nur das Beste für das Kind. Und sie müssen miteinander kommunizieren, sich austauschen und gemeinsam entscheiden, zum Beispiel bei der Frühselektion, warum kommt das Kind in die eine oder andere Stufe, welche Überlegungen spielen eine Rolle, was bringt es dem Kind und welche Vorstellungen haben die Eltern. Die intensive Kommunikation zwischen den Eltern und der Lehrerin und der Lehrer ist nicht immer einfach, weil hier teilweise Vorstellungen der Eltern nicht übereinstimmen mit den Vorstellungen und Beobachtungen der Lehrperson, oder auch, weil die Sprachbarrieren zu überwinden sind. Und hier sollte man auch ansetzen. Sollte eine Verständigung zwischen den Eltern und der Lehrperson wegen der Sprache nicht möglich sein, da sollte man dafür besorgt sein, die Sprachvermittlung zu organisieren. Es ist dem Kind mehr geholfen, wenn die wichtigsten Bezugspersonen in der Frage der Schule und Bildung miteinander kommunizieren können. Ich möchte gerne schließen noch mit einem Zitat aus der Vision. Die Volksschule versteht sich als eine Schule der Vielfalt, in der die Selektion so ausgestaltet ist, dass die Diskriminierungen sowie zu frühe negative Weichenstellungen vermieden werden. Auch hier spielt das gegenseitig aufgebaute Vertrauen eine immens wichtige Rolle. Die Vielfalt in Bern ist nicht nur Realität, sie ist auch eine Chance. Wir hier haben das Privileg und die Verantwortung, diese Vielfalt mitzugestalten und die gebotenen Chancen zu nutzen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen spannenden und lernreichen Austausch.